So, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf diese sehr vielfältige, bunte Runde mit vielen Menschen, die sicherlich auch Erwartungen haben an Bibliotheken in Berlin, vielleicht an eine große, schöne, neue Berlin-Bibliothek, zum Beispiel im ehemaligen Kaufhaus, dann ehemaligen Kaufhausgalerie Lafayette. Es ist ein großes Haus da und es braucht auch eine große Idee für dieses große Haus. Ich habe mich fast erschrocken, als ich hörte, die Galerie Lafayette wird den Standort aufgeben. Mittlerweile ist es so, dass es für mich ein total schöner Gedanke ist, dort umzudenken. Ein Platz, wo man kauft Ideen oder wo man kommt zusammen, das finde ich so poetisch. Wenn man schon so ein neues Gebäude hat und eine neue Bibliothek, das einmal halt auch wie so ein Neustart an die Jugend auch zu bringen. Was können wir aus so einem Raum gestalten, vielleicht auch am Lafayette, und wie viel mehr kann daraus passieren? Ist es vielleicht ein Ort der Begegnung, ein Ort der Geschichten? Von dem Moment an, wo ich diese ersten Visualisierungen gesehen habe, war ich wahnsinnig begeistert, weil Bibliotheken sogenannte dritte Orte sind. Ich gehe da schon auch hin, weil da Menschen sind, von denen ich ausgehe, dass wir auf eine gewisse Art und Weise Gleichgesinnte sind. Für mich persönlich war das so, dass ich in der Bibliothek die deutsche Sprache eigentlich kennenlernen durfte. Ein Ort, wo vielleicht im öffentlichen Raum Gemeinschaft erlebt werden kann. Eine Bibliothek, die so eine Veränderung mitmacht, dass sie zu einem Community Place wird, dass sie uns gehört, auch einer Stadtgesellschaft, die, finde ich, hat gute Aussichten in diesem Haus mit den vielen Fenstern an diesem Ort. Ich bin auch sehr motiviert, den Raum zu nutzen, und ich sehe da auch meine Zukunft drin. Wenn das entstehen wird, werde ich da auf jeden Fall Zeit verbringen. Es ist viel besser als Pinterest, so eine Live-Pinterest. Ich finde die Strahlkraft dieser Idee gigantisch und unterstütze das ganz intensiv.